Und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974 und jetzt sind wir auf dem NES. Falls jetzt irgendeiner sich fragt, hey sag mal, mach doch mal das System, dies und das. Wir kommen mit Sicherheit zu diesem Ding mehrere Seasons. Da kriegen wir mehr als 30 Titel zusammen. Und herzlich willkommen bei der Premiere auf dem NES mit Angriff der Killer-Tomaten. Viele sagen, das Game ist so kultig wie der Film. Ich sag's mal so, das Spiel nimmt sich genauso nicht ernst wie der Film. Zeit für Angriff der Killer-Tomaten. Genau, Vorsicht, die Tomaten greifen an. Kann man hier auf die springen? Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Ja, das geht. Das sind Vampir-Tomaten. Falls ihr euch gefragt habt, ob es die gibt. Ja, die gibt's. Das wollten die Holländer vor uns noch geheim halten. Na komm. Oh Mist. Also anscheinend kann ich die nicht töten, oder was? Ich kann die doch töten, ne? Ja doch, sieht doch so aus. Doch kein Mist. Ich kann euch sagen, dass... Ach du Scheiße. Das ist sowas wie ein Boss. Okay, scheinbar muss ich dich killen. Ja, genau. Bossfight. Gib auf. So, ich mach dich zur faulen Tomate. Yes. Genau. Das weiß ich noch. Und ich glaube, hier kamen wir, glaube ich, nicht weiter im alten Video. Ah, okay. Hat so ein bisschen Mini-Rätsel und Zeitpuzzle. Also, my favorite. Und rein da. Okay, das ist... Der hat irgendwie eine Pike. Auf den kann ich mit Sicherheit nicht springen. Das möchte ich auch gar nicht. Okay, das ist Öl. Da rutscht man aus. Das sind bestimmt Schlangentomaten. Genau, die kann man killen. Uah. Game over? Die Musik ist ganz okay. Komm, das versuchen wir noch mal.
Es gibt auch Schlangengurken, ja. Da gibt's eine ganze Abhandlung zu. Ha. Wow. Geschafft. Wow. Was ein Skill. So, okay. Jetzt kommt die Öllache. Die Person hat dich aber auch geprägt. Ich merke das schon. So, wie macht man das denn? Okay, das war nicht so scheiße. Wo geht's denn da weiter? Da höchstwahrscheinlich nicht. So. Bis hierhin. Nachvollziehbar. Okay, hier gibt es dann nochmal einen zweiten Versuch, wenn man den versemmelt. Und nu? Okay. Macht das Sinn, wo ich jetzt hier bin? Eigentlich nicht. Ach, da geht's. Ach so, es geht raus. Ich kann das komplett skippen. Spinnentoman. Nee, ist klar. Nee, ist klar. Das hat der Edeka-Mann uns aber auch nicht verraten. Und schon wieder Game Over. Kann ich da nochmal Try Again machen? Na, ich starte mal hier. Du musst immer den Level wiederholen. Ob du willst oder nicht. Wobei, man kann das mit auswendig lernen, kriegt man das sogar hin. Ihr werdet lachen, es ist spielbar. Ich kürze doch einfach mal ab. Braucht den Zähne noch gar nicht. So. Okay, der ist irgendwie unverwundbar. Also unkaputtbar. Kann ich wahrscheinlich nur wegtauchen. Mache ich jetzt einfach auch. Da sind sie wieder. Die Vampirtomaten. Nur bitte saisonal pflücken. Also wer denkt, die haben sich so einen Scheiß einfallen lassen? Ja. Und genau das macht den Titel so interessant. Was kriege ich denn hier Schönes? Das war... Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich hoffe mal, das war Gift. Und das war mein letztes Continue, oder was? Auf jeden Fall ist jetzt die ganze Stadt tomatisiert. Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, so sind die Niederlande entstanden. Aber wie gesagt, es ist so unglaublich bekloppt, dieses Ding, dass ich sagen würde, das Ding ist cool. Das mag wahrscheinlich keiner von euch glauben. Das sieht auch vollkommen bescheuert aus, aber das ist, trifft jedenfalls meinen Humor. Ich meine, wenn die Spiele schon nicht gut sind, sollen sie jedenfalls einigermaßen lustig sein, oder? Ist so wie irgendwelche Let's Player. Selbst wenn sie nichts können. Hauptsache sie sind lustig. Ne?
Kommen wir mal zum nächsten Titel. Bis gleich.